Wenn man sich Personen anschaut, die zum Beispiel in der Tierhaltung, in der Tierzucht, aber auch in der Veterinärmedizin arbeiten, so weiß man, dass diese potenziell bereits antibiotikaresistente Bakterien in sich tragen können. Und wenn die jetzt ins Spital kommen, so werden die gescreent. Das bedeutet, dass man sich anschaut, ob sie wirklich so ein Träger, eine Trägerin sind oder nicht. Das macht man deswegen, weil der oder diejenige eigentlich symptomlos sein kann. Das heißt, die haben eigentlich nichts, was man ihnen ansieht und was sie auch beklagen würden, aber sie könnten das mittragen. Deshalb ist es wichtig, dass man solche symptomlosen Träger auch identifiziert, sodass dieser Erreger, diese Bakterien nicht weiter verbreitet wird.